Wollen wir nicht erstmal wieder dorthin, oder? Ja. Können wir da eh zur Auswahl. Müssen nur gucken, welches war. Ich will nicht orange sein. Das ist ja Naja, grauenhaft. das. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen. Ja, während GLaDOS noch redet. Ich glaube, es könnte der 3 sein. Ich guck Also mal, wir warte waren ja mal. am Ende vom Test. Losgehen. Warte, ich guck mal rein. Dann müssen wir es gleich. Das ist schön jetzt, wo ich wieder ins Fenster wechseln kann. Und ich habe schon wieder ein bisschen zu schnell gespult. Schon wieder zu schnell. Nummer 6 von 8. Hä? Okay, schon so weit? Warte mal. Das waren noch nicht so viele Testkammern, die man kann. Drücke er starte. Selbstverständlich, ich habe gerade im Video nachgeguckt. Los, jetzt an, ja. Wobei, könnte schon sein. Halt. Ah, ist schon eingestellt. Gut. Nein, Vollblutprofi. Los, mach du deine Anmoderation, während ich schon seit 20 Minuten drauf bin. Also, Aufnahme schon laufen? Ja, immer vorher. Schneide ich dann immer zurecht. Gut. So Glück machen wir das. auf YouTube und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Falls dein Together. Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Der Selbst war aber ich hatte schön. einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Portal 2 Koop mit XN. Ja, so heiße ich meiste Zeit des Jahres. Und einer Blätters, die mir einfach mal dazwischen quasselt. Ah, so close. Geh einfach ins Portal rein, dann kommst du hier oben wieder raus. Wie schön. Und nun? Ja, du musst ja noch mal rüber. Danke, danke dir, wirklich. Das ist ausgezeichnet. Tja, man könnte ja auch einfach mal abwarten. Das heißt, ja, abwarten. Ich bin schon mal reingesprungen, damit ich drüben bin. Dann hätte ich nämlich von oben das Ding schon holen können. Dieser Aufwand hier immer. Ja, echt mal. Ich will gerade fliegen, sonst kriege ich Kopfschmerzen. Was machst du denn? Wie bereits gesagt, ich will gerade fliegen, ne? Ach Keine ja. Richtungssteuerung, bitte. Es gibt hier Fluggästen. Wow. Autsch. Nein, will ich nicht. Halt dein Müll. Kennen Sie das Gefühl, dass es manchmal etwas länger dauert? Ah, jetzt kommen wir zum lustigen Teil, nehme ich an. Also wir waren doch noch nicht am Ende der Testkammer. Ja, hier kannst du Rundflug machen. Guck Ach mal, ein nee, doch Sampling. nicht. Hui. Das da hinten liegt, Aber ja. man kommt auf jeden Fall hin und her. Da ist also ein Knopf, okay. Da ist ein Schalter. Oh. Ballad. Sehr gut. Wo ist denn der gelandet? Der hat's nicht mal ganz bis auf die. Das Ist ja ist eigentlich. beunruhigend. Gut gemacht.
Der kommt dort nicht in das Portal, nein, oder? Nee, da fliegt zu kurz. Den müssen wir im Schwung holen. Na, dann hol mal den Würfel, ich spring los, du weißt ja, wie das sein muss. Hui! Puh. Ja, gute Frage. Ah, das war ja nicht. Da wirst du nämlich nicht so wirklich. Dann werden wir das auf die altmodische Art und Weise machen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade nicht sicher. Hi. So, ja. Siehst du, ich hab's doch gerade bewiesen. Du musst nur den doofen Würfel da drüben. Batsch. Bleib einfach, wo du bist. Und dann guck mal, wenn der Würfel hier kommt, springst du auf dem Weg wieder zurück, dann durch das Portal da oben zurück. Dem Würfel entgegen. Ah. Ja, das war... Ah, so kann man ja einen Rundflug machen. Dammit. Abs! Warum springst du jetzt hier wieder zurück? Du musst darüber. Ah. Und der sagt, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat, das Spiel. Zum Abschluss des letzten Tests. Ah, yeah. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Gute Frage. Also als ich noch der Anführer war, ging das schneller. Möchte ich mal so festhalten. Ja. Du lässt nach? Du bist mit der Führungsverantwortung überfordert? Ich würde mir Gedanken machen. Und das als Maschine, die dafür programmiert ist. Denk mal drüber nach. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue... Du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ja, thanks. Ja. Hey, warte. Alright. Ach nee, ist doch richtig. Stell dich daneben. Andere Seite. Nimm deine Sprungplattform. Die hier? Ach, wir müssen gleichzeitig sein, ja Quatsch. Quatsch. Tja, wenn da mal jemand ein Portal gesetzt hätte, ne, das zweite. So, jetzt können wir nochmal loslegen hier. Was dauert das eigentlich? Ich glaube, du musst auf die Fläche ist gesondert gekennzeichnet. Ich glaube, das ist, ich glaube so, ja. Ist das die? Ja, gut. Na dann los. Oh, hell yeah. Fahrstuhl. Fährt nicht. Gut, dann. Ja, musst du schon halten. Warum habe ich davor Angst? Was soll ich jetzt hier oben? Bam! Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Nun! Brauchen den Laser da hinten offensichtlich. Ah, verstehe. Warte erstmal, bis da. Bis da komplett durchgelaufen ist und setz mal deine Portale bitte. Wohin? Dort, wo ich für die. Den Laserportale gesetzt habe. Was weiß ich, wo du Portale gesetzt hast? Ich sehe doch nicht alles hier. So, jetzt nimmst du den Würfel und machst das gleiche nochmal. Na, dann laufen wir mal so schnell es geht. Und dann wirst du da hinten, bitteschön. Dich beeilen. Da hast du Glück gehabt. Aber wirklich nur ein ganz klein wenig. Ja, ist das beunruhigend. Oh, ist das beunruhigend. Geh mal zur Tür. Hm. Ja. Hast du hier drinnen Portalflächen oder so? Nein, gar nichts. Tür müsstest du erstmal wieder aufmachen. Das ist ein warte mal. Genossenschaftliches Projekt hier.
Open the door. Mein DVI-Monitor flackert. Und wird warm, stelle ich gerade fest. Das ist sehr interessant. Was machst du da draußen mit dem Würfel? How am I supposed to... Gut, ich schau dir einfach zu von hier aus. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Ja, ja. Yay! Wieder außerhalb der Testkammer. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das gefällt. Ich habe schon mal Portal 2 gespielt. Ach, warum denn nicht? Das ist beunruhigend. Ich glaube, 16 Uhr, ich meine Güte. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Oh, sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Aha. Entschuldigung. Genau. Ich gucke mal. Au. Geht auf den Kopf sowas. Was hat das überhaupt bewirkt? Nice. Wo rennst du rum und warum? Ich habe einen Prisma-Würfel geholt. Achso. Dann der muss da hinten hin. So, also schätze ich mal, weil ich schon kenne, überlasse ich dir mal die Ehre, dass du darüber gehen darfst. Warum hab ich das Gefühl nicht los? Worüber? Dort über, wo der große Ventilator gerade stehen geblieben ist. Da musst du dich irgendwie... Ja, ja, ich bin schon offen. Hab's schon. Reinschwingen. Ich muss aus dem Gelb ist links und wie komme ich dann wieder aus dem hier raus? Hier war doch irgendwo noch was anderes in der Art. Ja, sag ich doch da. Ob das tief genug ist, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ja. Au. Au. Mein Fuß. Lass doch diesen Mist. Tja, ich bräuchte jetzt übrigens mal kurz den... Weiß schon. Nee, brauchst noch nicht. Und, du kannst das bloß optional machen. Guck dir erstmal da drüben ein bisschen um. Wir müssen ja irgendwas finden. Ich weiß aber nicht, ob ich auch mit rüberkommen muss. Nein, du musst mir nur den Laser geben, Kleine. Ah, ich sehe dich. Guck mal, da. Du brauchst nur das Tab drücken, dann siehst du, was ich sehe. Siehst du es? Ja, ja, ich sehe dich. Ich sehe schon. Die Sache ist die, ich weiß eben halt... Ja, aber ich glaube trotzdem doch. Ich glaube, dass ich mit rüber muss. Nee, das Laserlicht muss rüber, deswegen... Ja, das Laserlicht muss rüber, dass ich mit rüber kann. Das ist es eben. Allerdings, das ist keine Portalfläche. Bin ich mir da gerade nicht so sicher, wie wir das machen sollen. Also, was ist denn da gerade? Das? Was passiert denn, wenn der Laser da trifft? Trifft er überhaupt sein Ziel? Was? Halt! Was Laser was trifft? Was macht denn dein Laser überhaupt? Ach, der hält das Ding bloß an, okay. Ja, der tut ja den Ventilator. Gut, schnell, warte mal. Um hier rauszukommen, musst du ja nur schnell rüber. Das heißt, der Ventilator muss stehen bleiben. Wie viele von diesen Würfeln kommen da eigentlich raus? Nur mal so eins. Wir kriegen immer bloß einen. Weil ich komme hier einmal drinnen nicht mehr raus, außer ich... So, warte mal, da muss doch einen Trick geben, wie ich hier noch ein Portal nach außen setzen kann. Hier kann man zwar prima rein und raus, aber das nützt uns ja alles noch nichts. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Laser irgendwie... Na klar, freilich. Bin doch blöd. Ja.
Aha. Geh mal rein in das Büro. Ist der jetzt da? Ich ahne es. Ich muss in den anderen Raum rüber. Ich sehe schon. Ich muss erstmal ein Portal, bevor ich das Würfkiss. Warte, das ist ein kleines bisschen zu hoch. Genau. Noch ein bisschen runter setze ich das hier. So, noch ein wenig. Was machst du? Laser. Ah, halt. Halt, alles gut. Fast, warte. Jetzt. Ach so, das ist jetzt endgültig. Da kann ich jetzt auch mit rüber. Dammit. Ach so geht das also. Aha. Das ist im Übrigen, wir sind immer schon in der alten Anlage. Beziehungsweise, nee. Ja, das sieht man an den Halonschreien davon. Draußen die Strukturen, das ist alte Anlage und die Büros hier, das ist neue Anlage. Das so neu sieht das hier nicht mehr aus. Naja. Dann, gibt es eine Abkürzung? Wahrscheinlich. Warum gibt es Portal nicht als Open World Game? Das wäre geil. Inserte Diske. Welche? Wo? Warum? Ist irgendwo eine Diske? Was mit der Kettensäge? Was ist das? Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Was? Mittendrin. Der Portal Co-op gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Aber das klärt sich dann alles auf. Je weiter wir kommen. Bam. Was sind wir denn? So. Wir denn da? Hattet ihr Angst vor dem Test? Hier sind es auch wieder 8 Tests. Na super. Die werden jeden Mal länger, habe ich das Gefühl. Ja, ah, nicht, das kitzelt. Sei froh, dass die Tests nicht so schwer sind wie bei Portal Stories Mel. Ja gut, wenn man das Offensichtliche nicht sieht. Ich werde klar, was das Offensichtliche. Du kannst ja gar mal. Warum passiert das nicht? Ich habe vergessen, mein Portal zu setzen. Und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Das ist auch so. Das ist so recht technischer Test, ja. So, rotes Portal da unten. Rotes Portal, was war? Bist du sicher, dass es rot ist? Mal gucken, was rot ist. So. Ich weiß schon. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich komme vor wie Samus Aranya. Du kannst ja kein Portal durchschießen. Du musst mir die Lichtbrücke setzen. Mhm. Gut, aha. Allerdings wäre es praktisch gewesen, wenn die ein bisschen mehr in der Mitte gewesen. Wie habe ich das denn geschafft? Lenken, das ist das Problem, du darfst nicht linken.
Setz mal ein Stückchen weiter runter, bitte. Danke. Ach, dort. Glaub hier nicht. Dann wirst du mal ein Portal setzen müssen. Und dann spring mal. Geh mal auf die Sprungplattform. Aha. Wenn ich eins kann, dann ist es mein Kopf irgendwo dagegen. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Sie sind sterblich. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Also reden können die auch nicht, haben wir festgestellt im Portal. Das wird ja langsam fast sowas wie anspruchsvoll. Oh ja. Irgendwann. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Ach so. Lass mich doch erstmal gucken, wo diese Ungeduld hier. Rot ist, wo mein blaues ist. Was? Wo, wie, wo ist rot? Blau, rot ist welcher? Ich habe keine Ahnung. Genau so. Nein! Was denn? Oh. Das war falsch. Viel zu viel von deiner Torte. Da hinten. Genau. Jetzt dein gelbes, wo mein blaues ist. Genau. Das ist das Problem, beim Multiplayer fange ich sofort an, nicht mehr nachzudenken. Ich bin noch da, er wird schon wissen, was er macht. Oh Mann, das lief aber schon mal besser im Singleplayer. So, was meinst du noch? Na? Hört doch auf, hier irgendwelche Wege unter meine Füße zu machen. Sehr gut gemacht. Die Menschen sperrten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich hielten. Sie hätten sie dafür viel mehr auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach verfallen. Verstehe ich gar nicht. Das ist doch der geborene Kinderfreizeitpark hier. Auf jeden Fall. Kein so richtig amtlich mit Portalgang. Ja. Freut sich noch jemand auf Portal VR? Ich bin hier drüben, nein, ich bin da. Wieso sehe ich mich selbst? Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Übrigens, die Portalgun, so wie wir sie jetzt haben, sah das erste Mal erst ab Mark 28 so aus. Vorher hat es immer noch so einen riesigen Rucksack auf den Schultern, wo das ja, es ist ja eigentlich ein Quantum Tunneling Device, wo dieser wo die Wurmlöcher erzeugt wurden. Mehr sind die ja Portale ja nicht. Eigentlich nur kontrollierte Wurmlöcher. Plus minus. Im Übrigen, es gibt eine Theorie dazu, habe ich mir mal so ein Video dazu angeguckt. Mit Portale. Also ganz ungefährlich ist das nicht.
Weil du kannst keine Masse kostenlos transportieren. Heißt praktisch, jedes Mal, wenn man durch ein Portal reingeht, wird dieses Portal Masse schwerer und das andere Portal wird Masse leichter. Also mal angenommen, der Roboter wiegt 100 Kilo, einer von uns beiden, dann sind dem roten Portal gerade 100 Kilo abgezogen und dem gelben Portal 100 Kilo hinzugefügt worden. Und wenn man das oft macht, wird eins der beiden Portale irgendwann so massereich, dass ein schwarzes Loch draus entsteht. Autsch. Ja, also dieses Testen ist nicht ganz ungefährlich. Naja, so, komm mal hoch. Das ist ja wie die Asbestschicht und so, ne? Ja, Asbest ist auch nicht so gefährlich. Mal Real Talk, das ist... du müsstest mal dort dein blaues Portal setzen. Ich hab kein blaues. Dein gelbes. Asbest ist einfach nur so extrem verschrien, weil, ja, es kann Krebs, vor allem Lungenkrebs, auslösen, aber nur, wenn du diese feinen Partikel einatmest. So, das passiert nur beim Sägen, Schleifen oder Ähnlichem. Aber nicht, wenn du meinetwegen Asbestkleidung trägst. Ja, wenn man regelmäßig die Hände wäscht, kriegt man ja auch kein Corona. Oh Gott. Ich meine, ich habe eine Gasmaske mit Asbestfilter. Die DDR-Gasmasken waren damals mit Asbestfilter-Einsatz. Das ist, ja. Asbest ist eben halt einfach ein bisschen der verschrien. So. Oder? Was war das jetzt? Nee, warte. Lass. Ja, das ist keine gute Idee. Wo hast du die Lichtbrücke hergeholt? Ach, da oben. Genau. Alles klar. Ja, lass mal so. Nee, es geht nur von hier drüben. So, müsstest du aber... Was war das denn? Warum? Was macht es dann der wieder? Sagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Nein. Warte, ja. Mal. Fuck. Weil die Lichtbrücke halt am unteren Teil der Portalfläche ist. Nicht am oberen. Du müsstest wieder rüberkommen, dass das funktioniert. Woff! What? Warum? Wieso? Naja, stimmt halt. Gut, jetzt sollte es funktionieren. Touch. Ja. War zu kurz. Zu weit zu links. Jetzt. Mach du mal. Au, was war das? Ah. Ja, jetzt ab. So. That should work. Hey, falsche Seite. Oder auch nicht. Weil das Ding falsch gesetzt ist. Erste, was macht ihr dir? Pass auf, hier. Einmal zack und einmal auf die Seite. Hatte ich also. Doch. So. Und jetzt müsste ich es ja theoretisch so ja machen. Oder? Halt? Ja. Millimetergenaue Arbeit. Warte mal. Kann man das? So. Nee, halt. Du musst das. Andere Seite, du musst das hier machen. Jo. Läuft. So. Und jetzt musst du... Ja, spring dort rüber und dann so. Dann müsste das funktionieren. Ja, ein kleines bisschen lenken musste. Wie denn, wenn ich danach abstürze? Das geht schon.
Solange wie du in der Luft bist, kannst du dich steuern. Klatsch. Ja, aber wie gesagt, wenn ich in der Luft bin, danach ist der Steg hier einfach nur zu kurz. Mal. Setz mal. Dann kann ich vielleicht mein Portal noch ein bisschen einrichten. Und hier. Ja, well, das ist wieder. Ja. Du müsstest das dann da setzen und wieder rüberspringen. Das könnte vielleicht sogar ganz gut klappen. Hin, her. Au. Ich möchte dezent darauf hinweisen. Ja, was willst du mir damit sagen? Wo möchtest du denn jetzt hin? Ach, da oben ist der Ausgang. Also, was ist denn da oben? Was hängt denn hier? Rot nehme ich an. Also muss rot hier hin. Nein, nicht durchgehen konnte. Yep. Man sieht ihn nur noch davonlaufen. Ich finde es sehr befremdlich, mich selbst sehen zu müssen die ganze Zeit. Hervorragend. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test? Haha. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Ach gut. Belastbar. Pflanzen sind in der Hinsicht relativ anspruchslos. Huiuiui. Wir sind schon bei 31 Minuten. Meine Güte. Ach du liebe Zeit. Wir strengen uns nicht genug an. Zumindest die blaue Hälfte von uns. Das war schon mal anders. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Na gut, das ziehen wir jetzt noch durch. Oder? Ja, Gott, hast recht. Die werden ja immer länger hier, die Dinger. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Die werden ja immer länger. Insofern hast du recht. Warten wir mal lieber. Dann machen wir. Unglaublich, der Typ. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.